Na, wie geht's euch? Uns geht's gut, wie geht's euch? Mir geht's auch sehr gut. Immer noch entspannt. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, das Umfeld, aber auch das Format heute etwas ungewohnt. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich beginnen soll. Ich fange einfach mal an, warum es überhaupt zu diesem Video kommt. Ich habe die letzten Jahre festgestellt, dass meine Hairline immer weiter zurückwandert. Und da ich doch ein Mensch bin, der auf Äußerlichkeiten vor allem bei sich selber achtet, ist das was, was mich auch psychisch ziemlich belastet hat. Vor 3-4 Jahren ging es los. Mit Ende des Sommers habe ich bemerkt, dass mir mehr und mehr Haare ausfallen. Da hatte ich noch die langen Haare und nach dem Duschen hatte ich dann wirklich immer so Büschelhaare in der Hand. Und das mag für manche von euch vielleicht nicht schlimm klingen oder die können sich das nicht so vorstellen, aber mit meiner Psyche hat das schon was gemacht. Es hat mich wirklich gestört. Damals hatte ich auch noch meine Freundin, die Lara, die hat mich da versucht, so ein bisschen zu trösten und hat gemeint, das wird schon besser und das wird schon nicht so schlimm. Nachdem auch mein Vater und mein Urgroßvater eigentlich immer volles, dichtes Haar hatten, habe ich mir gedacht, das pendelt sich wieder ein. Aber das hat es nicht wirklich. Es sind wieder Haare zurückgewachsen, es gab Phasen, da war es besser. Da sind die Haare, die ausgefallen sind, auch wieder zurückgekommen. Dann gab es auch Phasen, die waren furchtbar. Also ich kann da Bilder einblenden, das waren so teilweise die schlimmsten Phasen. Und ich habe halt dann irgendwann nach 2 Jahren mit dem Gedanken gespielt, vielleicht so eine Operation machen zu lassen, war mir aber unsicher. Haartransplantation, wie ist das? Ist das nicht irgendwie, weiß ich nicht, ist das nicht irgendwie auch komisch, da so eine OP machen zu lassen? Ja, ich habe mich dann doch dazu entschieden, das zu machen mit diesem Jahr. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Geheimratsecken. Ich will wieder so volles Haar wie früher haben. Und dann war halt die Frage, was machen? Dass ich das nicht wie manch anderer irgendwo auf günstig in der Türkei mache, sondern ich da wirklich Leute an der Hand haben möchte, die absolute Vollprofis in dem Fach sind, war mir klar. Qualität kostet, ich bin bereit, Qualität zu bezahlen, mehr dafür zu bezahlen und darum habe ich mich dazu entschieden. Ich lasse das Ganze bei Moser Medicals machen, das Video ist auch gesponsert von denen, also vielen, vielen lieben Dank dafür. Wir haben einen Tag vor der Operation, vor dem Eingriff. Ich bin nicht wirklich nervös, ich legt da 100%iges Vertrauen in das Können dieser Ärzte. Ich weiß, was die können, ich habe es auch immer wieder gesehen. Die sind für ihre Natürlichkeit bekannt und für ihre Professionalität und deswegen war klar, dass ich die Operation dort machen lasse. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze wird. Für mich ein wichtiger Eingriff. Ein wichtiger Eingriff auch für mein Selbstbewusstsein, weil das doch eine Sache ist, vielleicht kennen das ein paar von euch, wenn die Hairline zurückgeht und man das ständig beobachtet und wenn auch das Umfeld schon mal was merkt, das fühlt sich einfach nicht gut an. Und mit diesem Schritt habe ich mich dazu entschieden, das Ganze aufzuhalten und das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Wir werden euch mitnehmen während der Operation, aber auch am Tag danach und hier so ein bisschen eine Doku machen für all jene, die vielleicht ein ähnliches Problem haben. Die sehen dann den Einblick, wie sowas abläuft. Heute Tag vor der Operation, morgen geht's los und ja, ich werde mich heute noch ausruhen und morgen dann vormittags machen wir uns dann auf den Weg. So, 7:30 Uhr, Tag der Operation ist gekommen. Wir machen uns jetzt gleich am Weg in den 13. Bezirk und dann geht's schon los. Zipjacke habe ich an, das haben sie mir empfohlen, Zipjacke mitzunehmen, weil ich kann ja dann schwer aus dem Pullover raus. Und ja, 3 bis 4 Stunden soll es gehen, 1400 Haare werden eingesetzt. Wir fahren jetzt nochmal zum Herrn Onkel Doktor, Dr. Moser, und der wird uns dann nochmal einweisen und genau erklären, was da alles passiert, damit ich auch alle Fragen beantworten kann, die vielleicht so auftauchen. Let's go. Ankunft im 13. Bezirk, sind ausnahmsweise mal pünktlich, bei einer Operation ist das natürlich wichtig. Und jetzt geht's los. Noch bin ich nicht nervös, jetzt schauen wir mal zum Herrn Dr. Moser und dann schauen wir mal, wie es danach ausschaut. Aber nach wie vor alles safe, Freunde. Da sind wir schon. 3 bis 4 Stunden geht die Behandlung. Scheiße, ist nur, ich habe meine Kopfhörer vergessen. So dumm, Mann. So dumm. Jawohl. Aber im Prinzip nur für das Verständnis auch, es gibt ja bestimmt auch ein paar Leute da draußen, die sich das auch überlegen, damit die wissen, wie der Ablauf ist. Wir entnehmen die Haare einzeln von hinten, richtig, kleine Streifen auf einmal, deswegen sieht man das Ganze hinten auch nicht.
und die werden dann vorne entlang der Einzeichnungslinie, die wir gemacht haben, der Wuchsrichtung nach einzeln eingesetzt. Und dadurch ergibt sich dann dieses natürliche Bild. So ist es. Ja. Das ist eben der große Vorteil bei der Einzelplane, ja, dass das punktförmig quasi entnommen wird. Mhm. Da haben wir ein spezielles Gerät, ja, das ist so ein motorisiertes Gerät mit einem speziellen Aufsatz, mhm, wo der Haferwickel ganz schonend quasi umfahren wird und dann, mhm, gelockert wird und dann mit speziellen Pinzetten herausgenommen wird. Ah, okay, da wird quasi herausgelockert. So. Wie weit treten wir ein bis zur Subcutis? Nein, davor. Bis zur Kutis. Genau. Okay. Das ist ganz oberflächlich, der Haferwickel, ja, nur 2-3 mm unter der Haut ist quasi. Da ist ja noch nicht einmal das Blutgewebe. Es sind nur ganz, ganz kleine. Ganz hart an. Also ganz kleine die Schmerzen, die man, klar, man wird spüren, aber ich werde auch wörtlich betäubt. So ist es. Zumindest werde ich davon nichts mehr. Genau. Du spürst am Anfang kurz die lokale Betäubung, ähnlich wie bei einer Motorwahlentfernung oder, ja, beim Zahnarzt. Mhm. Danach spürst du nur den Druck oder den, ja, den Zug bzw. die Berührung. 1400 Haare, also Einheiten, genau. Einheiten, weil eine Einheit kann 1, 2, 3 bis zu, ja, 4 Haare haben. Ja. Und bei dir machen wir für diesen Bereich, ich zeig's dir noch einmal ein Bild, für die Geheimansekten und den Ansatz haben wir jetzt 1400 Einheiten ausgemessen bzw. besprochen und das dauert in etwa so 5-6 Stunden. Okay. Vorne dann eben in Wuchsrichtung einzeln versetzt, ja, und entlang der natürlichen, ja, Haarlinie. Die Haare wachsen von Natur aus immer nach vorne, mhm, sehr flach. Mhm. Das machen wir quasi nach, indem, ja, wir die Öffnungen so setzen, dass sie ganz flach und nach vorne gerichtet sind, ja, und quasi der Haarflügel dann eben in die Richtung wächst. Ja. Aber das Besondere ist, ihr macht es nach keinem Rastersystem, sondern die werden... Richtig, genau. Genau. Das muss sehr unregelmäßig sein, weil das macht die Natürlichkeit aus. Okay, perfekt. Frage, Frage. Super. Gut, dann gehen wir los. Okay. Let's go, Markus. Ja, schon langsam werde ich schon ein bisschen nervös, sage ich. Jetzt geht's gleich los. Aber positive Aufregung. Frage. Jetzt siehst du. Bitte, macht euch das auf, das ist ein Scherz. Na, sehr aus. Das ist wirklich ein Fußballerfrisur. Bist du was? Mm-mm. Flashback zu Joko und Klaas, oder? Also ich spüre gar nichts mehr da oben. Lokale Betäubung hat ein bisschen zwickt, aber es war auf jeden Fall aushaltbar. Ich muss kurz runtergehen, dann wissen wir, wer es ist. Ein bisschen unangenehm, wenn man dieses Geräusch hört, wenn die Nadel in die Haut eindringt, so ein Tk, Tk. Das ist so das Unangenehmste. Die Stiche sind auszuhalten, es sind auch nur ein paar. Aber ja, ich habe jetzt einen ziemlichen Druck da oben am Kopf. Ich spüre halt, dass das spannt. Aber Schmerzen keine. Schaut aber arg aus, oder? Darf ich es mal sehen? Wie Frankenstein einfach. Aber das bleibt nicht so, oder? Nein, wirklich. Okay. Ja, das schaut schon wild aus. Sind wir nicht so, was das machst. Noch Kartoffelchen, bitte. Ja, da wo es jetzt blutet, das sind nur die Einstiche für, ja, die Betäubung. Ja, gell? Ja, das ist so wichtig. Ja, ich bin. Genau. Eigentlich ganz entspannt. So. Was habe ich da genommen? Da hier bei uns? Ja, das Entspannungs. Diazepam. Diazepam. Das ist Gabalkan, Diazepam ist drinnen. Ja. Das sollte ich mal. Sollten wir uns checken. Was mit Sprudel, oder? Ja, mit Sprudel, ja, ist auch in Ordnung. Ist euch schon mal auffallen, dass eure. Das sind Mikroskope, oder? Mhm. Ja. Die schauen aus wie Minions. Ja, haben wir es davon, ja. Haben wir vorher schon gedacht. Haben wir noch ein zweites Cluster, dass wir den
Ja. Willst du auch was? Ja, aber soll ich denn holen? Nein, das ist Glas vom... Also, ja, das ist nicht mein Freund, genau. Ist egal, wie viel, wenn ich weiß nicht, immer zwei Kisten machen. Ja, aber eigentlich ist es gut betäubt. Wie machen wir jetzt eigentlich diese Löcher? Da haben wir ein spezielles Skalpell. Mhm. Das haben wir uns vorher eben ausgemessen und angepasst an deine Einheiten. Mhm. Darum haben wir vorher jetzt ein paar genommen. Ist das Kamera? Na, wie geht's euch? Uns geht's gut, wie geht's euch? Mir geht's auch sehr gut. Immer noch entspannt? Ja, immer noch entspannt. Bis schlafen? Ja, durchgehend. So kann man die Zeit auch sinnvoll nutzen. Boah, es ist gerade so genial, ich krieg das erste Mal was zum Messen. Also ich habe die ersten, keine Ahnung, wann war ich das erste Mal im Klo? Circa eine Stunde. Eineinhalb Stunden? Okay. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren. Die ganze Zeit geschlafen. Und dann war ich munter. Dann waren wir ziemlich langweilig. Jetzt habe ich die AirPods wieder drin und wir haben nochmal nachgelegt. Nachgetankt mit Diazepam. Und heißt das auch Diazepam? Diazepam, ja. Genau. Haben wir nochmal nachgetankt. Also von meinem Hörbuch kriege ich auch nicht so viel mit. Aber vom Eingriff halt auch nicht. Also, ja, ich schlafe halt die ganze Zeit so ein bisschen. Also, ich döse dahin, habe aber gar keine Schmerzen oder so. Einmal mussten wir, glaube ich, nach kurz. Die andere Seite dann genau beim. Dann mussten wir nochmal kurz nachlegen mit der lokalen Betäubung. Aber ansonsten. Ich zeige es ziemlich entspannt. Das sage ich ganz ehrlich. Ja. Na, alles in Ordnung. Wild schaut es halt aus. Schon. Schaut wild aus, gell? Nein, das schaut nicht zu wild aus. Aber, boah. Das Liegen ist vielleicht ein bisschen so. Länger. Jetzt muss halt ein bisschen lockern vielleicht. Jetzt darf ich zum Glück am Rücken liegen. Das ist dann angenehmer als die längere Bauchlage. Ist die ganze Zeit am Bauch jetzt? Alles wirklich im Rahmen. Alles easy cheesy. Also in einer Türkei würde ich mich, glaube ich, nicht wohlfühlen. Das glaube ich auch nicht. So ist chillig. Ich wohne da, wie weit entfernt? Luftlinie, 5 Kilometer. Weißt du, leben. Hoffentlich die guten Vibes von allen Personen, die sich hier bemühen, um unsere. Ich fühle mich wirklich behandelt wie ein rohes Ei. Also, wirklich. Also. Ja, darauf legen wir viel Wert und es ist schön, wenn man das aber dann auch spürt. Und ja, das merke ich, das merke ich absolut. So, dann weiter. So, Max. Jawohl. Ein bisschen noch drauf. So, jetzt werden die Haare eingesetzt, gell? Vorher werde ich noch reinigen. Ach so, was haben wir vorher gemacht? Ich wollte einfach mal die Haare öffnen, gell? Ja, die Löcher. Die Haare, ich wünsche dir viel. Die Löcher haben wir gemacht, gell? Okay. So, ich bin jetzt gerade noch am Checken für die Models, für die, den Videodreh nächste Woche. Wir müssen die extra aus Portugal einfliegen lassen. Und die zickt jetzt noch ein bisschen rum, weil die sagt, sie muss lernen. Gar keine anderen Sorgen, Max. Und bitte? Gar keine anderen Sorgen. Na, jetzt gerade nicht. Und habt ihr das davor auch schon mal gemacht? auf 14, ja. Okay. Schon geschafft. Kurz liegen noch? Ja, ich muss nochmal zurück. Brennt ein bisschen? Oder ist es elektrisch? Hinten oder den ganzen Kopf? Ich weiß gar nicht. Schwierig zu sagen. Ja, auf jeden Fall da ist ein Druck. Ja. Nein, ich habe mich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Es war so super, das ist ein bisschen wie Wellness. Das war fast eine Wellness. Also ich bin weiterhin tiefenentspannt. Sehr sicher habe ich mich so. Ja. Perfekt. Dankeschön. Vor dem Informationsgespräch, also ja, Verabschiedung. Perfekt. Verabschiedung. Markus, danke vielmals. Gerne. Hat mich gefreut. Jawohl. Wir bleiben in Kontakt. Danke. Aufpassen. Jawohl. Auf den Tränchen da oben. Ja. Ja, am Sonntag Vatertag, also am Nachwuchs aufpassen. Okay. Und jetzt hast du noch das Gespräch mit der Kollegin? Ja. Und Kaffee. Und süßes Essen. Super. Ja, süßes Essen. Okay. Danke euch. Gerne. Also, tschüss. Gell? Ja.
Dankeschön. Zum Abschluss gab es dann nochmal ein Gespräch, wo mir genau gesagt wurde, wie ich jetzt die Wunden versorgen soll. Am nächsten Tag mit einem Spray, einen eigens von Moser angefertigten, der die Regeneration fördern soll. Am zweiten Tag darf ich dann auch schon Haare waschen und nach einer Woche soll die Wundheilung vorbei sein. Ich habe von dem Gespräch nicht viel mitbekommen, weil ich immer noch ziemlich damisch war. Aber ich wurde sehr gut beraten und Gott sei Dank habe ich nochmal einen Infofolder mitbekommen und konnte auch am nächsten Tag dann nochmal Rückfrage halten bei Dingen, die mir unklar waren. So, Freunde, wir haben es jetzt einen Tag nach der Operation. Wir sitzen wieder am Intro-Ort. Ich kann mich ehrlich gesagt an wenig erinnern von gestern. Es war, das einzig Unangenehme war die örtliche Betäubung. Man bekommt ja hinten, quasi wie wenn du irgendwas nähen oder sonstiges musst, kriegst du eine Spritze hinein. Und da habe ich ein paar Spritzen hineinbekommen, vor allem dieses Geräusch war ein bisschen unangenehm. Das waren aber Stiche, die waren aushaltbar. Bisschen stärker, als wenn du eine Spritze oder so bekommst. Aber vom Eingriff selbst habe ich wenig mitbekommen, wie man auch im Video gut erkannt hat. Das war überhaupt nicht schlimm. Ich kann mich auch, der Tag, also wie als hätte es Dienstag gestern gar nicht gegeben. Ich fühle mich so, als wäre heute erst Dienstag. Aber sie haben mich dort mega gut behandelt. Ich habe mich fast schon gefühlt wie ein rohes Ei, so wurde ich behandelt. Es war sehr angenehm. Den Eingriff habe ich überhaupt nicht gespürt. Heute in der Nacht war das einzig Blöde, dass ich aufrecht quasi liegen musste und mich nicht drehen konnte und so weiter. Ich habe heute schon den Verband abgenommen und Schmerzen habe ich gar keine. Ich habe zwar Schmerzmittel mitbekommen, aber ich habe die eigentlich nur Spaß Gaudi halber gegessen. Aber Schmerzen habe ich so keine. Ich spüre ab und zu so ein bisschen einen Druck in den Kopf. Muss jetzt heute jeden Tag mit diesem Spray behandeln, morgen dann nochmal mit dem Spray behandeln. Dann darf ich das erste Mal waschen und nach einer Woche darf ich schon wieder Sport machen. Nach drei Monaten, innerhalb der ersten drei Monate, sollen die Haare, die eingesetzt wurden, wieder ausfallen. Und dann kommen neue Haare nach, und zwar genau dort, wo Haare eingesetzt wurden. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wer jetzt laufend die Entwicklung mitbekommen möchte, wie schaut das nach und nach aus mit der Zeit, der ist herzlich eingeladen, auf meinem Vlogging-Kanal vorbeizusehen. Da werde ich natürlich immer wieder über das Thema sprechen, euch up-to-date halten, weil ich mir vorstellen kann, dass ich doch nicht der einzige Mann bin, der so ein bisschen ein Struggle hat mit einer receding Hairline. Also da einfach nachschauen. Und ja, ich hoffe, ich habe so ein paar von euch so ein bisschen einen Einblick liefern können. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Irgendwie, es ist jetzt vorbei und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Das Thema muss mich nie wieder belasten. Und es ist ein wirklich gutes Gefühl. Großes Dankeschön an Moser Medical, die mich wirklich unfassbar gut behandelt haben. Der Herr Dr. Moser hat mich heute nochmal persönlich angerufen und hat sich informiert, wie es mir so geht. Also ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich bin mega happy mit dem Endeffekt. Ich habe mir das Ganze ein bisschen wilder vorgestellt, weil es halt doch ein operativer Eingriff ist, aber war alles halb so wild. Mag vielleicht bei anderen anders sein, aber für mich war es eigentlich ganz easy. Ich bin happy. Ich bin happy. Ich glaube, so kann ich das Video auch beenden. Ich hoffe, ein paar von euch hat es gut gefallen. Für ein paar von euch war es spannend. Wenn es war, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut bei Moser Medical vorbei. Wenn ihr Informationen haben wollt, wenn euch das Thema interessiert, einfach bei Moser Medical nachfragen, euch informieren. Ich kann euch die nur wärmstens ans Herz legen. Die sind einfach die absoluten Profis in dem Fach, machen das seit, weiß ich nicht, 100 Jahren. Die kennen sich aus, nicht umsonst gehen da namhafte Leute hin. Warum für 2000 Euro in der Türkei irgendwas raushauen, für das dann kacke und unnatürlich ausschaut, wenn man es qualitativ haben kann. Ich stehe für Qualität und gerade bei deinem Aussehen und bei meiner Gesundheit und bei meinem Wohlgefühl bin ich nicht bereit zu sparen. Und naja, es war auch eine Kooperation, von dem her war es nochmal ein Grund, sich das zu überlegen. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Leute, ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann am Sonntag mit einem sehr, sehr spannenden Video, aber noch nicht mit diesem Anblick, der bleibt euch für die nächste Zeit außer am Vlogging-Kanal noch erspart. Das war's von mir, euer neuer Maximilian.